Ja, in diesem Kapitel wollen wir uns den sogenannten Interpolationsfehler anschauen und warum der interessant ist, das möchte ich Ihnen zunächst mal an einem Beispiel motivieren. Nehmen Sie mal an, Sie wollen auf einem Rechner den Kosinus ausrechnen. Naja, also ein Rechner kann eigentlich nur die Grundrechenarten, kann also nicht direkt den Kosinus ausrechnen. Und Sie könnten zum Beispiel auf die folgende Idee kommen: In einem Tabellenwerk schaue ich mir den Wert des Kosinus für einige wenige Stellen an und dann lege ich einfach ein Interpolationspolynom dadurch und statt des Kosinus rechne ich einfach das Interpolationspolynom aus und akzeptiere das als eine Näherung für den Kosinus. Das habe ich hier tatsächlich mal gemacht und zwar habe ich hier dargestellt ist hier der Bereich von minus 1 bis 2,5 und ich habe in diesem Bereich hier vorne von 0 bis 1,6 habe ich vier Auswertepunkte genommen, also diesen, diesen, diesen. Und diesen hier, da habe ich den in einem Tabellenwerk, den Kosinus, tatsächlich hochgenau nachgeschaut, habe das entsprechende Interpolationspolynom vom Grad 3 berechnet und habe die dann hier beide geplottet. Und Sie sehen, naja, also in diesem Bereich von 0 bis 1,6, also da, wo ich tatsächlich da, wo ich tatsächlich diese Stellen ausgerechnet habe. In dem Bereich sind tatsächlich der Kosinus und diese Interpolations und dieses Interpolationspolynom, die liegen hier übereinander. Ja, man kann überhaupt gar nicht sehen, dass es zwei Kurven sind. Das heißt, da scheint tatsächlich der Unterschied zwischen diesen beiden Funktionen sehr klein zu sein. Und das bedeutet, hier wäre der Fehler meiner Polynominterpolation relativ klein und der Interpolationsfehler wäre klein. Sie sehen auch außerhalb dieses Intervalls, ja, da laufen die beiden hier auseinander. Ja, also diese gestrichelte Linie hier vorne, das ist das Interpolationspolynom. Ja, und hier vorne, da haben wir, gar nicht wahr, die gestrichelte Linie hier vorne ist der Kosinus. Ja. Ich weiß gar nicht, was ist. Nee, es war so, wie ich es gesagt habe. Ja, die gestrichelte Linie hier vorne ist das Polynom. Die durchgezogene Linie ist der Kosinus. Und Sie sehen, außerhalb des Intervalls gehen die beiden dann auseinander. Ja, aber innen drin habe ich tatsächlich eine relativ gute Approximation und die Idee funktioniert vielleicht. Okay, das wollen wir. Ist, glaube ich, klar, was der Interpolationsfehler ist. Es ist einfach der Unterschied zwischen der Funktion und diesem Interpolationspolynom. Das wollen wir ganz kurz eben festmachen. Was ist der Interpolationsfehler? Zunächst mal betrachten wir die Interpolationsaufgabe, bei denen Stützstellen xi und Stützwerte yi gleich f von xi gegeben sind. Und das f ist eine ausreichend häufig differenzierbare Funktion. Wir nehmen an, sie ist n plus 1 mal differenzierbar für n plus 1 Stützstellen auf einem Intervall ab. Und wir suchen das Interpolationspolynom, bestimmen das Interpolationspolynom vom Grad kleiner gleich n mit der Eigenschaft, dass p von xi gleich yi oder gleich f von xi ist. Dass es ein solches existiert, das haben wir im letzten Kapitel gerade nachgewiesen. Und uns interessiert jetzt, wie groß ist der Unterschied zwischen der Funktion f und diesem Interpolationspolynom p. Natürlich außerhalb dieser Interpolationspunkte hier vorne, denn an den Interpolationspolynomen ist der Unterschied natürlich 0. Okay, gut, also ich hoffe, ich habe Sie überzeugt, dass das eine interessante Fragestellung ist. Und wir werden zeigen, man kann den Unterschied zwischen diesen beiden Funktionen tatsächlich relativ genau angeben, und zwar mit Hilfe des folgenden Satzes. Für alle x quer, aus dem Intervall AB natürlich, gibt es ein Xi, ebenfalls aus dem Intervall AB, mit der Eigenschaft, dass f von x quer minus p von x quer, also gerade dieser Unterschied, der uns interessiert, sich darstellen lässt als die n plus erste Ableitung von f, ausgewertet an der Stelle Xi, geteilt durch n plus 1 Fakultät, mal ein w von x quer und w von x, naja, das ist einfach fast das Lagrange-Polynom, das wir vorhin schon kennengelernt haben bei der Lagrange-Interpolation. Das ist einfach das Produkt über alle Linearfaktoren. Ja? Also über alle Produkt x minus xk. Naja, das hier sind n plus 1 Linearfaktoren. Das heißt also, das w von x hier vorne, das ist ein Polynom vom Grad kleiner gleich n plus 1, also ein Polynom, ein w aus Pn plus 1.
Und es gilt, naja, die Nullstellen dieses Polynoms, die stehen ja gerade alle da. Ja? Also w von xk ist gerade gleich 0. Für alle k. Okay, gut. Also, zunächst mal kleines Korollar. Es gibt einen, und das ist immer sehr, sehr unangenehm. Ja? Also ich möchte eigentlich gerne hier vorne sowas stehen haben wie eine feste Zahl. Und deshalb, uns interessiert zunächst mal natürlich nicht so sehr, was ist der Unterschied zwischen f von x² und p von x². Wir möchten wissen, wie groß kann dieser Unterschied vom Betrag her maximal werden. Ja, das würden wir eher als den Fehler bezeichnen. Das heißt also, wir schätzen mal ab den Betrag von f von x² minus p von x². Und der ist kleiner gleich, naja, also dieses Xi, ich habe da nur so ein Es-gibt-Aussage da vorne. Ich schätze das hier einfach mal ab durch das Maximum der n plus ersten Ableitung auf dem gesamten Intervall. Mit anderen Worten, durch die Supremumsnorm von der n plus ersten Ableitung auf dem Intervall AB. Ja, und dann wird das hier mit Sicherheit kleiner gleich. Okay, dann haben wir hier vorne noch ein n plus 1 Fakultät und das w von x² wird zum Betrag von w von x² und dann können wir tatsächlich diesen Betrag f von x² minus p von x² tatsächlich abschätzen, ohne dass dieses ärgerliche xi auf der rechten Seite noch dabei steht. Ja, uns interessiert aber auch natürlich im Wesentlichen gar nicht so sehr, wie groß ist der Fehler an einer bestimmten Stelle, sondern uns interessiert wahrscheinlich im Wesentlichen, wie groß kann der Fehler maximal werden. Das heißt, wir möchten eine Abschätzung für diesen Betrag hier vorne haben. Mit anderen Worten, wir möchten eine Abschätzung für das Maximum dieses Betrags hier vorne haben. Das heißt, ich gehe auch hier über einfach zur Unendlichnorm, zur Supremumsnorm von f minus p. Und dann ist die Supremumsnorm von f minus p bestimmt kleiner gleich, ja, der n plus ersten Ableitung, unendlich Norm davon, geteilt durch n plus 1 Fakultät. Ja, und hier gehe ich auch einfach über zur unendlichen Norm von w. Und haben wir tatsächlich das hier eine sehr griffige Formel, mit der wir diesen Interpolationsfehler abschätzen können. Ja, also der maximale Unterschied von f und p lässt sich abschätzen durch diese Konstante hier vorne durch diesen Term und das sieht so aus, als könnten wir alles darin vernünftig ausrechnen. Okay, das müssen wir kurz beweisen und zunächst mal müssen wir einen trivialen Fall ausschließen, nämlich wir müssen mal gucken, was passiert, wenn x² gleich xk ist. Naja, also wenn x² gleich xk ist, dann steht auf der rechten Seite hier vorne eine 0, ja, denn dann steht hier ein w von xk und die w von xk sind alle 0, ja. Auf der linken Seite steht ein f von xk minus p von xk. Naja, also das p ist ein Interpolationspolynom zu f an den Stellen xk. Das heißt also f von xk ist gleich p von xk. Ja, und das heißt, das hier ist auch 0. Dann steht hier auf beiden Seiten 0 und Sie können für das xi einsetzen, was Sie wollen. Ja, also das ist der triviale Fall. Der interessiert uns nicht sonderlich. Wir interessieren uns für den Fall x² ungleich xk und das setze ich jetzt voraus. Für alle k natürlich, genau. Okay, und wenn x² ungleich xk ist für alle k, naja, die xk sind die Nullstellen von w, das haben wir hier vorne gerade hingeschrieben, ja, das ist das Produkt dieser Linearfaktoren, das heißt also insbesondere, dass w von x² ist ungleich 0. Ja? Wenn x² ungleich den xk ist, dann ist es keine Nullstelle. Okay, dann definieren wir uns eine Hilfsfunktion und diese Hilfsfunktion groß f ist definiert als f von x minus p von x minus groß k mal w von x. Und groß k ist eine Konstante, die ich nachher günstig bestimmen werde. Schauen wir uns zunächst mal an. Ich möchte gerne möglichst viele Nullstellen in diesem f haben. Und schauen wir mal an, wie viel wir schon sowieso haben. Und zwar setzen wir einfach mal für das x hier vorne so ein xk ein. Dann steht hier so ein f von xk minus p von xk. Naja, das p ist das Interpolationspolynom zu f an diesen Stellen xk. Okay, das heißt also, die sind beide gleich yk an dieser Stelle. Ja, und das bedeutet, das Ergebnis hier vorne ist 0. Ja, an den Stellen xk ist der Wert dieses Ausdrucks hier vorne f von x minus p von x ist 0. Okay, was passiert, wenn ich ein x gleich xk einsetze in das w von x? Naja, die xk sind die Nullstellen von w von x. Das heißt, das hier vorne ist auch 0. Okay, das heißt also, es ist schon mal klar, dass f von xk ist 0 für k gleich 0 bis n. Das heißt also, dieses f hat mindestens n plus 1 Nullstellen. Jetzt will ich aber noch ein bisschen weitergehen und ich möchte noch eine weitere Nullstelle erzeugen. Und zwar soll das x² auch noch eine Nullstelle sein. Okay, jetzt weiß ich aber, dass w von x² ist ungleich 0
Und Sie sehen sofort, wenn ich jetzt einsetze für das k, ein f von x quer minus p von x quer geteilt durch w von x quer, naja, dann, wenn ich das jetzt hier einsetze und das an der Stelle x quer auswerte, dann steht hier, ja, dieser Term hier mal w von x quer, das w von x quer kürzt sich weg, das ist nicht 0, dann steht hier ein f von x quer minus p von x quer, hier vorne stand sowieso schon ein f von x quer minus p von x quer, wenn ich das voneinander abziehe, steht da eine 0. Und das heißt auch, wenn ich das k genauso wähle, wie es hier steht, dann ist zusätzlich auch noch f von x quer gleich 0. Das x quer ist nicht gleich gleich irgendeinem xk, das hatten wir vorausgesetzt. Das heißt, wir haben eine zusätzliche Nullstelle und damit haben wir jetzt insgesamt hier n plus 2 Nullstellen. Okay, das heißt also, unser f hat n plus 2 Nullstellen. Und jetzt müssen wir damit irgendwas machen. Und also da oben kam schon dieses Xi vor, ja, also da stand zwar, es gibt ein Xi mit folgender Eigenschaft. Der einzige Satz, der mir einfällt bei sowas, ist der Mittelwertsatz, beziehungsweise einer seiner Vorläufer. Und wir nehmen hier einer der Vorläufer, das ist nämlich der Satz von Rolle. Von Rolle, richtig, doch, der Satz von Rolle. Nachher kommt Runge. Also, das ist der Satz von Rolle und der Satz von Rolle sagt einfach nur aus, zwischen zwei Nullstellen einer Funktion liegt eine Nullstelle der Ableitung. Okay, gut. Also wir haben ein f mit n plus 2 Nullstellen. Zwischen jeweils zwei Nullstellen liegt eine Nullstelle der Ableitung. Das heißt also, f' die Ableitung hat mindestens n plus 1 Nullstellen. Okay, dann hat f2' mindestens n Nullstellen und so weiter und so weiter. Und insgesamt können wir mal sagen, die n plus erste Ableitung von f, die muss noch mindestens eine Nullstelle haben. Mit anderen Worten, es gibt ein Xi, sodass die n plus erste Ableitung von f ausgewertet an der Stelle Xi gleich 0 ist. Ja? Okay, gut. Jetzt schauen wir uns diese n plus erste Ableitung von f mal an. Und die Definition von f haben wir da oben noch stehen. Wenn ich das f von x n plus 1 mal ableite, dann kommt die n plus erste Ableitung von f natürlich raus. Und denken Sie dran, wir haben vorausgesetzt, dass dieses f ausreichend häufig differenzierbar ist. Das heißt also, das hier macht auch tatsächlich Sinn. Okay, gut, dann haben wir hier ein f um n plus 1 von xi. Dann kommt die Ableitung von dem p von x hier vorne. Ja, das p von x, das p ist ein Polynom vom Grad kleiner gleich n. Wenn ich das n plus 1 mal ableite, dann hat das sein Leben ausgehaucht. Ja? Also dann die n plus erste Ableitung an solchen Polynoms ist 0. Das heißt also, die n plus erste Ableitung von p verschwindet komplett. Wie sieht es aus mit dem w von x hier vorne? Naja, also hier steht jetzt die n plus erste Ableitung von w ausgewertet an der Stelle xi. Und da müssen wir mal überlegen, was das ist. Das W ist ein Polynom vom Grad n plus 1. Das heißt, es könnte sein, dass da was stehen bleibt tatsächlich. Und wie war das nochmal? Das W war definiert als das Produkt k gleich 0 bis n x minus xk. Okay, das heißt, der höchste Faktor, der da vorkommt, das ist so ein x hoch n plus 1 und danach kommen nur noch plus x hoch n und so weiter. Ja, das hier ist die Darstellung des Polynoms, die hier vorne steht. Okay, wenn ich das n plus 1 mal ableite, dann steht da n plus 1 mal n und so weiter. Das heißt also, die n plus erste Ableitung von diesem Ding hier ist gerade n plus 1 Fakultät. Und der Rest hier vorne, der hat eine kleinere Ordnung. Das heißt, die gehen alle komplett weg. Das heißt, die n plus erste Ableitung von w ist tatsächlich n plus 1 Fakultät. Okay. Gut, das heißt also, dass Wn plus 1 hier vorne, von Xi hier vorne, was sehr unangenehm aussieht, ist tatsächlich nichts anderes als n plus 1 Fakultät. Jetzt brauchen wir nur noch das K einzusetzen. Ja, haben wir das K noch irgendwo? Genau, da oben haben wir das K noch stehen, setzen das ein und erhalten tatsächlich f von x quer minus p von x quer ist gleich w von x quer mal die n plus erste Ableitung von f ausgewertet an der Stelle Xi geteilt durch n plus 1 Fakultät. Einfach einsetzen und ausrechnen. Okay, gut. Das heißt, wir haben den Satz bewiesen, zumindest mal unter der Voraussetzung, dass das f ausreichend häufig differenzierbar ist. Und wir gehen nochmal zurück zu unserem Beispiel und versuchen zu verstehen, warum das mit dem Kosinus hier vorne so gut geklappt hat bei dem Interpolieren. Das war ja doch eigentlich ganz gut. Das sah ja doch ganz, ganz gut aus. Und die Approximation des Kosinus durch unser Interpolationspolynom sieht für mich hier eigentlich zumindest ziemlich gut aus, dafür, dass wir hier nur an 4 Punkten ausgewertet haben. Okay, gut.
schauen wir uns unseren Satz an. Also wir können den Unterschied zwischen Cosinus und unserem Interpolationspolynom abschätzen durch, naja, hier steht sowas wie, ja, lass vielleicht den anderen Satz nehmen. Ah, das bewegt sich gerade nicht, ist auch egal. Hier steht sowas wie die, wie viele Auswertepunkte hatten wir? Wir hatten 4 Auswertepunkte. Das heißt also, n war gleich 3. Und das heißt, wir haben hier stehen die 4. Ableitung von f ausgewertet an der Stelle xi. Ja, der Cosinus hat die angenehme Eigenschaft, dass man die Ableitungen sehr einfach alle angeben kann. Ja? Das heißt also, die Ableitung vom Cosinus ist minus Sinus, die Ableitung dann ist minus Cosinus, die Ableitung ist, Moment, jetzt ist es minus Sinus oder ist es Sinus? Es ist Sinus, richtig, es ist Sinus und dann die Ableitung ist Cosinus. Das heißt, die 4. Ableitung vom Cosinus ist wieder der Cosinus. Ja, das heißt also, das hier vorne ist in jedem Fall etwas vom Betrag maximal 1. Ja, also das hier vorne ist höchstens vom Betrag 1. Das n plus 1 Fakultät hier vorne, das ist natürlich super. Ja, das macht unseren Wert hier vorne auf der rechten Seite richtig klein. Das ist sowas wie 1 durch 4 Fakultät. Und dann haben wir hier vorne noch so ein w von x quer und das kann man ausrechnen. Das liegt auch so in der großen Ordnung von 1 in diesem Fall. Okay, gut. Das heißt also, wir können sagen, der Unterschied zwischen f und p liegt sowas in der Größenordnung von 1 durch 4 Fakultät. Und tatsächlich, ich glaube, es liegt ungefähr in der Größenordnung 1/10 auf diesem Intervall von 0 bis 1,5. Außerhalb wird es leider ein bisschen schwieriger. Okay, gut. Also, wir können uns, glaube ich, relativ einfach erklären, warum das mit dem Cosinus hier so gut geklappt hat. Wir können die alle Ableitungen des Cosinus tatsächlich sehr einfach angeben. Die Ableitungen sind immer Cosinus, Sinus und irgendwas. Und sind vom Betrag her alle kleiner gleich 1, was extrem angenehm ist. Ups! Na? Einen Moment bitte. Ja. Da ist es wieder. Ich habe ja aus Versehen auf den Stift gedrückt. Ich lege ihn jetzt zur Seite. Okay, das also mit der Interpolation des Cosinus hat deshalb so gut geklappt, weil wir alle Ableitungen des Cosinus angeben können und die bleiben alle schön beschränkt. Das heißt also, dieser Term auf der rechten Seite hier vorne, die n plus erste Ableitung von f an der Stelle xi, das kann nicht besonders groß werden. Sie ahnen aber vielleicht schon, wenn ich ein anderes f nehme, dann kann das unter Umständen ganz anders aussehen und die n plus erste Ableitung kann sehr, sehr groß werden. Und das hat insbesondere Runge mal richtig aufgeschrieben und hat sich ein Beispiel ausgedacht und hat sich gefragt, naja, was passiert denn, wenn das f nicht so schön ist wie gerade, das heißt, wenn wir da nicht gerade einen Sinus oder einen Cosinus haben, sondern wenn wir zum Beispiel mal sowas nehmen wie 1 durch 1 plus 25x² und die 25 da unten im Nenner, die sorgt dafür, dass tatsächlich die Ableitungen dieser Funktion wahnsinnig groß werden, auch schon auf dem Intervall minus 1, 1. Und ich habe Ihnen hier mal aufgezeichnet, was passiert. Wir haben hier 30 Interpolationspunkte genommen für diese Funktion f. Und dann habe ich ein Interpolationspolynom vom Grad 30 da durchgelegt. Und Sie sehen hier, was passiert. Sie müssen ein bisschen genau hingucken. Also im Bereich von minus 0,5 bis 0,5 haben wir tatsächlich eine relativ gute Approximation. Und tatsächlich die Funktion und unser Interpolationspolynom liegen relativ gut beieinander. Das heißt, hier in der Mitte hat das einigermaßen funktioniert. Aber außerhalb, da sehen Sie, das geht hin und her und tatsächlich hier vorne an links von diesem Punkt und rechts von diesem Punkt geht so schnell hin und her, dass das hier gar nicht mehr gezeichnet wurde. Der Abstand ist riesig hier außen, ja, also mehrere tausend. Okay, erstmal, wie können wir uns das erklären? Naja, ich brauche gar nicht zu der Formel zurückzugehen. Die n plus erste Ableitung von f wird einfach groß. Und wenn ich die 30. Ableitung von dieser Funktion f hier vorne nehme, die wird riesengroß. Und das heißt, diese Abschätzung auf der rechten Seite, die wird auch riesengroß. Und obwohl da unten dann so ein 31 Fakultät im Nenner steht, das hilft einfach nicht. Ja? Das heißt also, ist ganz klar, wenn die Funktion schlecht ist, dann wird auch diese Approximation schlecht und das heißt, der Interpolationsfehler wird groß. Das Ganze hat eine sehr unangenehme Folgerung, nämlich
Wir hätten ja eigentlich doch zumindest erwartet, naja, je mehr Interpolationspunkte man nimmt, umso genauer liegt die Funktion tatsächlich auf diesem Interpolationspolynom oder umgekehrt, das Interpolationspolynom liegt umso genauer auf der Funktion. Das ist gar nicht wahr, ja? Denn wir haben hier wahnsinnig viele Interpolationspunkte genommen, aber das Interpolationspolynom tut uns nicht den Gefallen, jetzt schön gerade und glatt durch diese Punkte zu gehen, sondern springt einfach hier vorne hoch und runter. Das heißt also, wir müssen tatsächlich feststellen, es ist nicht mal klar, dass für n gegen unendlich, das heißt also immer mehr Interpolationspunkte, die Polynominterpolation gegen die Funktion konvergiert. Okay, das ist eine ganz schlechte Eigenschaft und sagt uns im Grunde, naja, also die Polynominterpolation ist, so wie wir sie bis jetzt betrachtet haben, eigentlich nicht zu gebrauchen. Ja? Denn selbst wenn wir ganz viele Interpolationspunkte nehmen, dann bekommen wir keine gute Approximation an unsere Funktion. Und der Beweis ist das Beispiel von Runge. Ja? Also da bekommen wir, obwohl wir 30 Interpolationspunkte haben, definitiv keine gute Approximation. Mal eine Nebenbemerkung noch, das werden wir uns im nächsten Kapitel anschauen. Ich habe gerade gesagt, Polynom vom Grad 30. Wissen Sie noch, was passiert ist, als wir versucht haben, die Nullstellen eines Polynoms vom Grad, ich weiß nicht, 30 oder sowas zu bestimmen? Solche Polynome vom Grad 30, die machen, was sie wollen. Ja, und das heißt, das ist sowieso keine gute Idee, solche Polynome solchen Grades zu betrachten. Geschweige denn, wenn ich hier vorne sage, für n gegen unendlich, was soll denn das überhaupt heißen? Hätte ich ein Polynom vom Grad 1000, das kann keine Sau mehr auswerten. Ja, also da müssen wir uns sowieso noch was anderes einfallen lassen. Aber bleiben wir für einen Augenblick jetzt mal bei der Polynominterpolation und überlegen uns, können wir vielleicht doch noch irgendwas retten bei dieser Polynominterpolation. Und tatsächlich gibt es was und das möchte ich Ihnen zumindest einmal ganz kurz zeigen. Ich habe mal die letzte Abschätzung, die wir oben hatten, hier mal rausgenommen. Und zwar hatten wir da die Abschätzung für den Unterschied von f und p in der Unendlichnorm. Das heißt also das Maximum des Betrages von f von x minus p von x. Das hatten wir abgeschätzt durch diesen Term auf der rechten Seite. Der Fehler ist natürlich besonders klein, wenn das auf der rechten Seite klein wird. Ja? Das heißt, wir hätten es gerne, dass die rechte Seite klein bleibt. Und das haben zum Beispiel beim Sinus haben wir Glück gehabt. Da war nämlich tatsächlich die n plus erste Ableitung. Die war nämlich immer 1. Das heißt, das hier vorne bleibt klein. Das n plus 1 Fakultät da unten wird groß. Und deshalb war uns das alles egal. Okay, haben wir denn irgendein Werkzeug, mit dem wir vielleicht Ausdruck auf der rechten Seite klein bekommen können? Naja, schauen wir uns mal an. Da steht erstmal die n plus erste Ableitung von f. Das Problem ist, diese Funktion f, die ist gegeben. Ja, und die gibt uns jemand und dann müssen wir die interpolieren und da können wir nichts dran machen. Das heißt, die Funktion ist fix. Ja, wir können nicht stattdessen einfach eine andere Funktion interpolieren und sagen, ja, die funktioniert aber gut. Also, das ist fix. Hier unten steht ein n plus 1 Fakultät, das ist super, aber können wir auch nichts dran machen. Ne? Das ist n plus 1 Fakultät und das ist es. Aber was ist denn mit diesem w hier vorne, die Unendlichnorm von w? Die war doch definiert als das Produkt k gleich 0 bis n x minus xk. Bis jetzt haben wir einfach immer gesagt, naja, wählen wir die xks einfach alle äquidistant, also alle mit gleichem Abstand und dann schauen wir uns an, wie dieses w dann aussieht. Man könnte natürlich auch anders hingehen und sagen, ja, wir versuchen einfach mal, diese xks möglichst geschickt zu wählen. Das heißt also, wir versuchen die so zu wählen, dass dieses Polynom hier vorne eine möglichst kleine Unendlichnorm hat und dann bekommen wir hier auf der rechten Seite natürlich eine bessere Abschätzung. Das ist eine Idee von Chebyshev und mit Hilfe der Chebyshev-Polynome hat er das nachgewiesen. Und zwar ist das Ente-Chebyshev-Polynom definiert als Tn von x gleich Cosinus von n mal Arcus Cosinus x. Da sagen Sie wahrscheinlich, Moment mal, das ist aber kein Polynom. Interessanterweise doch, es ist ein Polynom und ich werde es nicht beweisen, sondern Sie werden es beweisen auf dem nächsten Übungsblatt. Aber zumindest mal klar machen, dass das nicht so ganz unsinnig ist, kann man sich das dadurch, gucken Sie mal einfach mal T0 an. Was ist ein T0? T0 ist Cosinus von 0 mal Arcus Cosinus x, das ist halt die konstante Funktion 1, ist definitiv ein Polynom. Und T1 von x ist Cosinus von 1 mal Arcus Cosinus x, naja, das ist x. Und das ist immerhin mal auch ein Polynom.
Und tatsächlich stellt man fest, mit dem Additionstheorem des Cosinus zeigt man sofort, das sind tatsächlich alles Polynome und der Höchstkoeffizient ist 2 hoch n minus 1. Okay, und wenn wir jetzt noch die xk als Nullstellen dieser Chebyshev-Polynome, also als Nullstellen von tn plus 1, uns wählen, dann zeigt man sofort tatsächlich, diese Unendlichnorm von W hier vorne, die ist tatsächlich sehr klein, wird für diese spezielle Wahl sehr klein. Und das gilt, die Norm von f minus p in der Unendlichnorm ist kleiner gleich der Unendlichnorm der n plus ersten Ableitung von f geteilt durch n plus 1 Fakultät mal 2 hoch n. Das heißt also, hier trägt dieses W tatsächlich sogar noch dazu bei, dass die rechte Seite klein wird. Und zum Beispiel im Fall des Runge-Beispiels bekommt man hier wirklich eine deutliche Verbesserung gegenüber äquidistanten Stützstellen. Das heißt also, man kann sich merken, eine geschickte Wahl der Stützstellen kann tatsächlich die Polynominterpolation deutlich verbessern. Das heißt also, kann in diesem Fall den Interpolationsfehler erheblich verkleinern.